So, für die kommende Stunde begrüße ich Sie recht herzlich. Ich denke, die Vorredner haben ja alles schon gesagt, jetzt zu der neuen Art und Weise der World of Trading. Klasse Sache, tolle Sache. Von daher tue ich das alles überspringen. Das heißt, Sie recht herzlich willkommen, eine kommende Stunde. Unser Thema ist etwas, was eher fortgeschrittene Händler mitunter vielleicht interessieren oder aber vielleicht auch den Anfänger mitunter zwar interessieren, aber vielleicht eher der fortgeschrittene Händler verstehen kann. Nämlich das Thema Handelsstil versus Arbeitsstil. Klingt ähnlich, sind aber dennoch sehr unterschiedliche Themen. Ich möchte in der Stunde ein paar Hinweise zu dem Thema Handelsstil versus Arbeitsstil geben. Wie gesagt, für den fortgeschrittenen Händler, denke ich, ein interessantes Thema. So, wollen wir mal gucken, ob die Folien hier auch weitergehen. Das funktioniert ja alles super mit der Software. So, das Ganze ist natürlich auf dem Tickmill-Kanal. Von daher jetzt natürlich auch an der Stelle der Risikohinweis hier klar ersichtlich, dass man natürlich mit den CFTs etc. pp., dass das alles zu Verlusten führen kann. Die Texte sind eindeutig. Man kann es in aller Ruhe hier noch mitlesen. Das überspringen wir jetzt an der Stelle. Wichtig ist zumindest aber, dass ich es denn gesagt habe. Zu meiner Person selber, ihr seht mich ja, gibt es jetzt so viel auch nicht zu sagen. Vielleicht der eine oder andere kennt mich vom großen Buch der Markttechnik oder aber von der Händlerbuchreihe oder dem Arbeitsbuch, wie auch immer. Das überspringe ich auch. Ich möchte mich nicht so lange an der Vita aufhalten. Wir haben nicht so viel Zeit. Wir können das gern am Ende dann auch machen. Zum eigentlichen Thema. Ich sagte ja, dieser Vortrag ist aufgebaut für den fortgeschrittenen Händler, was ja wiederum bedeutet, oh ja, wir kennen das von uns selber, beziehungsweise natürlich auch von mir. Es gibt natürlich den Anfänger, es gibt den Fortgeschrittenen und wegen mir, wenn wir eine Dreiteilung haben möchten, dann möge es am Ende auch den erfahrenen Händler geben. So, wo sich jeder selber einzuordnen hat, ist natürlich immer schwierig. Der eine sagt, Mensch, ich sitze doch hier 24 Stunden ohne Brot und Wasser vor dem Rechner, dann bin ich ja schon ein Erfahrener. Der nächste sagt, wow, ich habe mein Konto verdoppelt, ich bin schon ein Fortgeschrittener. Der nächste sagt, ich habe noch keinen Handelsstil, wie auch immer, ich bin der Anfänger. Also die Kriterien, um sich hier zuzuordnen, sind sicherlich unterschiedlich. Ich habe ein paar, ob die allgemeingültig sind, das steht gar nicht zur Diskussion. Fakt ist natürlich eins, dass jeder von diesen drei Sachen ein paar Merkmale hat. Jetzt den Anfänger, das möchte ich jetzt nicht komplett ausbauen, weil das nicht unser Thema ist. Aber den Anfänger kennzeichnet ja eben nicht, dass das seine Kontokurve ist. Der eine oder andere kennt von anderen Seminaren oder Webinaren. Ich möchte nicht die Abkürzung machen, sondern den Anfänger. Hallo. Oh, da ist sie doch. Ah, fantastisch. Ja, super. Sorry, dass ich dir ins Wort falle, aber gerade als du noch dazu kamst, war es auf einmal irgendwie, ging es nicht mehr. Gut, dann ist sie jetzt da, dann bin ich nicht mehr ganz alleine. Sehr schön. Super, danke. Entschuldigung nochmal für die Störung. Kein Problem. Also, zurück zu unserem Thema. Das heißt also, der Anfänger, da waren wir stehen geblieben, kennzeichnet unter anderem eben, dass deine Fachwissenskurve natürlich steht, die steigt, hier oben sich irgendwann ein Tableau bildet und nach hinten das Fachwissen abfällt. Das heißt, der eigentliche Anfänger selber, so sehen wir es heutzutage allemal, früher, wo wir angefangen haben, viele auch von den Referenten, gab es nicht so viele Bücher, solche Veranstaltungen wie jetzt gleich gar nicht. Das Fachwissen selber konnte nie so erratisch steigen. Es war Fachwissen da, aber nicht in dieser Kurve. Und hier oben die Schwierigkeit natürlich ist für den Anfänger Stück für Stück, Moment, ich muss die Folien mal weitermachen, da oben Stück für Stück ein Tableau zu bilden. Das Interessante bei dem Anfänger, auch hier, ich mache die Kurzfassung davon, weil das nicht ganz unser Thema ist, ich möchte nur von dem Anfänger, wie gesagt, in den Fortgeschrittenen überleiten. Das Interessante ist bei dem Anfänger neben vielen Merkmalen, dass obwohl der Kontostand, obwohl das Fachwissen steigt, der Kontostand in der Regel, ja, es gibt Ausnahmen, fällt. Das ist eine sehr interessante Grafik, ein ganzes Buch drüber geschrieben, auch der Händlerband 1 zu diesem Thema. Und hier drin hält sich der Anfänger halt auf, in der Regel diese gelbe Linie. Was da alles im Detail passiert, spielt keine Rolle. Der Fortgeschrittene hingegen, den kennzeichnet hier oben ja rot dargestellt, neben vielen anderen Merkmalen, aber dass er Stück für Stück ja seinen persönlichen Handelsstil gefunden hat. Nicht meinen Handelsstil, nicht den vom Vorredner, nicht den von der danach kommt, sondern irgendwie seinen aus verschiedenen Elementen, ein bisschen Buch, ein bisschen Webinar, eigene Erfahrung etc. pp. Er sich Stück für Stück seine fachliche Welt ein bisschen sortiert hat, aufgeräumt hat, anderes weggeschmissen hat, Neues hinzugefügt hat und am Ende sein persönlicher Handelsstil entscheidend ist. Das heißt, und jetzt Achtung, wesentlicher Punkt, was heißt eigentlich, wenn man seinen Handelsstil gefunden hat? Fragst du einen Trading-Anfänger, der sagt, mein Handelsstil besteht daraus, dass ich
ich sage jetzt irgendwas, dienstags 11 Uhr immer die und die Candlestick-Muster handel. Oder ich gehe immer nur nach jeder dritten Periode etc. rein. Das heißt, in der Regel, bei mir einst auch so, ist das Thema Handelsstil bei einem Trading-Anfänger einzig durch den Einstieg definiert. Stück für Stück über die Zeit hinweg stellt man fest, Moment, natürlich brauche ich einen Stopp, okay, das ist mir auch als Anfänger klar, aber umso interessanter wird es, wenn der Einstieg und der Stopp stimmig zueinander passen, der also nicht ganz wahllos ist. Und je mehr ich darüber nachdenke, sind wir in dem Thema Markttechnik drin, ist jetzt nicht unser Thema, aber klar, das grenzt natürlich ja hier an, werden wir feststellen als Anfänger, wow, es ist ja nochmal ein ganz anderes Thema, wenn ich über Einstiege rede, als vielmehr, wenn ich noch ein weiteres Thema aufmache, sichtbar, wenn ich die Handelsausrichtungen mit hinzufüge. Das heißt also, was passiert denn, wenn ich in dem Trade drin bin? Einfach nur zu sagen, ich spekuliere auf steigende oder auf fallende Kurse, reicht nicht. Müsste ein bisschen mehr sein, da sind wir in dem ganzen Trend, Bewegung oder Ausbruchshandel drin. Verschiedene Definitionen gibt es dazu, verschiedene Einstiege, verschiedene Besonderheiten etc. pp. Alles das zusammen kennzeichnet den Handelsstil eines Händlers. Das heißt, je länger man dabei ist, viele von Ihnen, gehe ich mal davon aus, sind das mitunter auch, und er müsste seinen Nachbarn sagen, was ist dein Handelsstil, dann sagt er eben nicht nur den Einstieg, sondern er vor allen Dingen wird ein Schwergewicht in der thematischen Erklärung darauf liegen, dass er erklärt, wie er innerhalb einer Position sich verhält. Hochspannend, Trendbewegung, Ausbruch, Einstieg, Stopp, alles zusammen ist der Handelsstil. Nach vorne dran, das sind wir wieder in der Markttechnik, umso besser, wenn ich jetzt zu meinem Handelsstil sogar noch die jeweilige Marktphase sehr detailliert erklären kann. Das heißt also, wie muss der übergeordnete Marktverlauf aussehen, damit das wiederum sehr schön in meinem Handelsstil stimmig zu einem, wie auch immer, positiven Trade am Ende führt. Stellenweise ist in dem Handelsstil die Marktphase auch von Haus aus schon mit integriert. Wie auch immer, als Gesamtbild passt das eigentlich so ganz schön. So, das heißt, wir haben also links den klassischen Anfänger, den dieser klassische diagonale Handel, einfach neben vielen Merkmalen, aber ein bedeutendes ist, von Regelwerk auf Regelwerk auf Regelwerk er durchhandelt, was seine Fachwissenskurve steigt, gucken wir ins Detail, ist aber das Fachwissen in der Regel eher ein Wissen um Einstiege, um Regelwerke, weniger um die Thematik als solches, okay, und dann irgendwann wird man der fortgeschrittene Händler, und beim fortgeschrittenen Händler, da ist wiederum es sehr interessant, dass er ja eine gewisse Entwicklung durchgemacht hat. Das kennzeichnet ihn ja. Er ist ja jetzt viele Trades über viel Zeitraum an den Märkten dabei gewesen. Und diese Entwicklung, gucken wir genau hin, ist ja zweierlei. Genau genommen hat er zwei Entwicklungen durchgemacht, oder er ist gerade dabei, weil er gerade so ein bisschen den Kinderschuhen entwächst und er ist jetzt so ein bisschen in dem fortgeschrittenen Modus schon rein. Der andere hält sich da vielleicht schon länger auf. Sie selber können das ja bei sich am besten, oder du bei dir, ich weiß gar nicht, sind wir hier im Du oder im Sie, wie auch immer, kann man ja bei sich selber auch ein kleines bisschen beleuchten. Nämlich zweierlei Entwicklung, nämlich zum einen ist da die persönliche Entwicklung. Die persönliche ist streng zu trennen von der rein, das ist die zweite, die fachliche, weil in der persönlichen Entwicklung ist das ja nichts anderes, wie wenn Sie auf ein A4-Blatt schreiben müssten, hier und jetzt, die Essenz der Essenz Ihrer ganzen 1000 Trades, die Sie bis dato gemacht haben. Angenommen, Ihre Tochter, angenommen, Ihr Sohn, angenommen, Ihre Frau, Ihr Partner, wie auch immer, möchte unbedingt hier und jetzt und morgen mit dem Trading beginnen. Weil sie sagt, hey, du machst das doch auch und so weiter. Welche 5 Tipps, 4 Tipps, wie auch immer, welche Tipps würden Sie demjenigen geben, der Ihnen naheliegend ist? Das heißt, naheliegend deswegen einfach, weil Sie Ihnen dann ehrliche Tipps geben und jetzt nicht irgendwelche Werbetipps, sondern einfach vom Herzen. Und da steht mit Sicherheit auf so einem Zettel nicht drauf, gehe am dritten Bar rein und ziehe den Stop immer jeden vierten statt jeden fünften Bar rein nach. Solche Sachen werden da ganz gewiss nicht stehen. Sondern es wird eher stehen drinnen wie, hallo, setze dich generell, setze Stops. Du generell überlegen, dass dein Geldmanagement stimmt. Warte auf ein Signal. Du das Thema Ungeduld versuchen Stück für Stück. Mit dem Thema Aktionismus ein kleines bisschen in Gleichklang sind. Solche Themen sind eigentlich etwas, was die persönliche Entwicklung ausmacht. Das heißt, wie gehe ich mit diesem ganzen Thema persönlich halt um? Und dann wiederum auf der anderen Seite gibt es die rein fachliche Entwicklung als fortgeschrittener Händler, die wiederum dahingehend wirklich endet oder mündet, wo man sagt, pass auf, mach mir jetzt mal einen Chart auf.
dann kann ich dir auch meine fachliche Entwicklung zeigen, aber meine persönliche Entwicklung, alles, was ich dir zum Trading sagen möchte, brauche ich keinen Chart, kann dir viele, viele Tipps auch geben, ohne dass wir einen Chart aufhaben, ohne dass da live etwaige Kurse wackeln. Und jetzt ist das als fortgeschrittener Händler, ja, wenn wir diesen Zustand nehmen, dahingehend interessant, dass ein fortgeschrittener Händler ja nicht weniger Probleme hat als ein Anfänger. Ja, seine Anzahl mitunter sind es nicht weniger, nur es sind andere Probleme. Es sind andere Probleme wie ein Anfänger. Und das Hauptproblem als fortgeschrittener Händler, und deswegen ist dieser Zustand des fortgeschrittenen Händlers auch etwas, was sich nicht auf wenige Tage, Wochen, Stunden reduziert, sondern es ist auch etwas, wo man Monate und Jahre darin verweilt, ist es also so, dass ich auf der einen Seite ein durch meine Erfahrung Stück für Stück herauskristallisiertes Verhalten genau definieren kann, wie ich denn sein möchte. Das kann ich also genau definieren, wenn ich frühst, bevor ich den Rechner hochfahre. Und auf der anderen Seite habe ich eine fachliche Absicht. Das heißt, wenn der Rechner dann hochgefahren ist, wenn die Charts auf sind, weiß ich auch, was dort zu tun ist. Und das Problem, neben einigen, aber das Hauptproblem als fortgeschrittener Händler ist, dass dieses auf der einen Seite diese persönliche Entwicklung und auf der anderen Seite die fachliche Entwicklung, das heißt also Verhalten und Absicht, die Folien zeigen es ja auch, die versuchen ins Gleichgewicht zu bringen. Das ist das eigentliche Problem. Das heißt, auf der einen Seite habe ich die Absicht, auf der anderen Seite das Verhalten und irgendwie ist die Tür, die geht nie ganz zu als Fortgeschrittener am Anfang dann. Ja, da ist immer noch ein kleiner Sport auf. Ich kriege also auf den Punkt gebracht, das nicht ganz deckungsgleich. Das heißt, abends nach dem Handelstag weiß ich, anders wie der Anfänger, wohl wo mitunter der Fehler lag. Ich kann die ganz genau definieren. Da brauche ich keinen Dritten, der mir das erklärt. Ich weiß das selber. Ah, das war hier in dem Fall eher eine persönliche Entwicklung, die ich mal wieder nicht habe umgesetzt. Geldmanagement, beispielsweise Ungeduld, Aktionismus. Oder aber eine fachliche Entwicklung, die ich eigentlich hätte besser wissen müssen, aber heute vor dem Chart oder was auch immer in dem Trade eben nicht. Es wurde einfach nicht umgesetzt, diese fehlende Deckungsgleichheit. So, das heißt also, dieses ins Gleichgewicht zu bringen, diese Deckungsgleichheit hinzubekommen, das ist die eigentliche Aufgabe dessen, was ein fortgeschrittener Händler im Grunde hat. Und diese Deckungsgleichheit hinzubekommen, das ist ja auch nichts anderes wie, da sind wir jetzt bei diesem Begriff, was den Begriff Arbeitsstil definiert, der sich wohlweislich von dem Begriff Handelsstil, der ja in die fachliche Entwicklung kommt, voneinander unterscheidet. Das heißt, ich brauche erstmal einen Handelsstil, um überhaupt über einen Arbeitsstil reden zu können. Weil wenn ich über den Arbeitsstil rede und habe überhaupt keinen Handelsstil, ja, was soll ich denn da in Gleichklang bringen, wenn doch hier drüben alles fehlt? Das heißt, im fortgeschrittenen Handel tun sich ganz andere Themen, das ist nebenbei bemerkt, auch abends oder so in einem weinseligen Moment, sind das ganz andere und auch sehr interessante Themen, wie eben man einst als Anfänger darüber diskutiert und stellenweise da ja, wie so ein Messias da versucht hat, da die Leute, gehen nur an, das ist dein Einstieg und wehe, du nimmst einen anderen und nur so und nur so und nur so. Wesentliche Themen im fortgeschrittenen Handel, aber wie gesagt, mitunter ausgetauscht durch neue Themen. Der Arbeitsstil also, das ist das auf den Punkt gebracht, ist nichts anderes wie die Tür, die man aufmacht, die ganz konkret erklärt, wie schaffe ich meine beiden Entwicklungen, was ich eben sagte, und das Wort trifft es sehr schön, deckungsgleich zu bekommen. Gehen wir da einfach mal rein in dieses Thema und schauen einfach mal, warum das so schwer fällt, es denn deckungsgleich zu bekommen. Weil wir setzen jetzt einfach voraus, dass es nicht deckungsgleich ist, soweit ja okay, aber jetzt müssen wir mal die Lupe anmachen und sagen, warum ist es denn so? Auf die Kürze der Webinare jetzt, auf diese eine Stunde, die wir haben, oder halbe haben wir noch knapp, müssen wir das natürlich reduzieren. Betone es, wir reduzieren es, nichtsdestotrotz versuche es darzulegen, in den Büchern ist das sehr, sehr ausführlich mit dargelegt, mehr wie jetzt beim Webinar, aber vielleicht kann ich dennoch 1, 2, 3, 4 Hinweise mitgeben. Wollen wir mal schauen, was ist die eigentliche Schwierigkeit? Wir haben ja ein Relikt, wenn wir als fortgeschrittener Händler irgendwie diesen Kinderschuhen entwachsen sind, also diese beiden Entwicklungsstufen irgendwie ein bisschen nach oben weiter durchgehen, kommen wir ja mit einem Relikt an. Und diesen Relikt darf man bei einem fortgeschrittenen Händler nicht unterschätzen. Wirklich nicht unterschätzen. Nämlich, dass in der Regel als fortgeschrittener Händler der Kontostand stellenweise nicht mehr dem entspricht, wie ich als Anfänger angefangen habe.
Achtung, es gibt, das ist völlig normal und würde mich wundern, wenn das in der Realität, wie gesagt, es mögen ja immer ein paar Ausnahmen geben, aber im Großen und Ganzen anders sein, dass du als Anfänger mit Kontostand X angefangen hast, dann hast du da 10-mal eingezahlt und 10-mal platt gemacht, soweit alles okay. Will also heißen, über die Zeit hinweg eben diese zwei Entwicklungsstufen Stück für Stück jeder auf seine Art und Weise durchgelebt hat und jetzt irgendwann man eben sagt, okay, jetzt habe ich ein bisschen meinen Handelsstil, ich weiß, worauf es ankommt, ich muss das nicht 1000-mal mehr hören, ich habe es ja verstanden, aber der Kontostand eben nicht mehr der ist. Und dieser fehlende Kontostand von 1, die Zahl hat man ja so irgendwie noch so grob. Ich habe doch da mal angefangen mit Betrag X. Und dieser belastet ja schon nach wie vor noch. Das darf man nicht vergessen. Allen voran, wenn man doch jetzt auch sein Stück für Stück seinen Handelsstil hat, ist ja oftmals bei einem fortgeschrittenen Händler eben die, er ist noch bei weitem nicht davor gefeit, dass er sein Konto platt macht. Mitunter aus anderen Gründen, aber nach wie vor ist er nicht davor gefeit. Du bist immer nur so gut wie dein letzter Trade und das zählt natürlich logischerweise auch beim fortgeschrittenen Händler. Das heißt, wir haben auf der einen Seite eben gewisse Spannung, die eine andere Art von Spannung, die auf einen fortgeschrittenen Händler einwirken wie als Anfänger. Wenn wir genau die Lupe anmachen und diese zwei Arten von Spannung, also ganz grob hier in den Grafiken mal dargestellt, ihr seht ja die Grafiken, ne? Müsste ja passen. Und zwar haben wir ja zwei Stück. Auf der einen Seite ist es die auf einmal sich ergebende Langeweile. Die habe ich als Anfänger überhaupt nicht. Ich habe als Anfänger nicht, also wirklich 0,0 Langeweile, weil selbst wenn mein Signal, was immer ich ja vielleicht gerade mal eben so gehört habe, Handelsstil habe ich ja bei weitem noch nicht, und ich Langeweile verspüre, dann mache ich ja nichts anderes wie, oh, da ist ein Signal. Und wenn keins ist, dann lüge ich mir eins rein. Oder aber ich glaube, der Markt geht jetzt, ich glaube, er geht hoch und ich gehe long oder ich gehe short. Wie auch immer, Langeweile verspürt man da nicht. Langeweile taucht ja erst dann auf, wenn ich feststelle, dass ja mein Signal, ich habe ja jetzt einen Handelsstil, eben nicht alle Jubelminute, alle Jubelstunde, alle Jubeltage, je nach Zeiteinheit, da eben vorbeikommt. Das heißt, der Topf, wo ich reingreifen kann, der läuft ja nicht permanent an mir vorbei. Wie so ein Sushi-Band, da wo mein Signal drauf ist. Das läuft mal schneller, mal langsamer. Fakt ist eins, es kann sein, dass ich stellenweise vor dem Sushi-Band stehe, der laufende Chart, und ich kann nicht reingreifen. Ist nicht, obwohl sich das Ding bewegt. Schwierig, schwierig, schwierig. Also ein großes Thema ist das Thema Langeweile, weil der Gegenspieler zur Langeweile logischerweise der Aktionismus ist. Und das tut einen fortgeschrittenen Händler a-cremen, wenn er sagt, Alter, ich weiß genau, es ist kein Signal, aber Achtung, er hat ja nicht nur den Relikt des fallenden Kontostandes, ein fortgeschrittener Händler hat noch ein zweites Relikt, was er mit sich rumschleppt in seinem Rucksack. Auf der Reise, also um dem Bild zu bleiben. Nämlich, dass das viele Fachwissen. Ein fortgeschrittener Händler hat wahnsinnig viel Fachwissen, gerade im privaten Bereich, was er alles gehört, was er alles gesehen hat, was ist völlig normal, ist ja auch nachvollziehbar aufgrund des diagonalen Handels. Und wenn ich jetzt auf der einen Seite mein erarbeiteten Handelsstil habe, dann sehe ich ja dennoch auf der anderen Seite im Chart mitunter, je nachdem, ganz einfach gesprochen, das andere Fachwissen. Ah, der Markt ist ins Fibonacci-Verhältnis, hier ist eine Trendlinie, hier ist Candlestick-Muster, hier ist wie auch immer. Ne? Ich sehe es ja dennoch, kann das schlecht löschen. Und jetzt kann es natürlich sein, dass aufgrund der Langeweile ein Signal, es dauert, ich mich dann geneigt fühle, eben das andere Fachwissen, was ja deswegen nicht falsch ist, nur es hat halt nichts mit meinem Handelsstil, den ich mir heute Morgen vorgenommen habe, anzuwenden zu tun, dass dann der Aktionismus um die Kurve kommt und sagt, naja, na komm, dann gehen wir halt doch long, dann gehen wir halt doch short. So, das ist das eine. Ich bebilde euch das auch gleich. Und auf der anderen Seite kommt auch also diese Spannung. Auf der einen Seite die Langeweile, der Aktionismus, Hilfe. Ich weiß aber, ich mache es falsch gerade, ja, weil Langeweile ist okay, mein Handelsstil, der muss warten, aber warten ist schwierig. Und auf der anderen Seite wirkt auf einen eben noch, was ich eben sagte, eine andere Spannung, nämlich dass bei als fortgeschrittener Händler man, obwohl man das Fachwissen hat, besonders gerne tief in den Topf reingreift. Das heißt, die hohe K, also im Sinne von Kontraktanzahl oder Stückzahl, je nachdem, was man handelt, egal, jeder weiß, was ich meine. So, auf der einen Seite hat das dann seine Geburtsstunde in dem eigenen Druck. Jetzt bin ich schon so lange dabei, gell? So viel tausend Webinare, so viel tausend Bücher. Bücherregal biegt sich schon in der Mitte durch, was man alles gehört, gelesen.
hat so und so viele Jahre und jetzt möchte man doch gern, dass das Konto so geht, ja. Das heißt, der eigene Druck, dann habe ich natürlich aber auf der anderen Seite, vielleicht unausgesprochen, aber umso, wie sagt man eigentlich, umso stärker, umso strenger, umso gewichtiger, wie auch immer, der sofern vorhanden, wie auch immer, der Familiendruck. Ne? Mitunter muss ja die Frau oder der Partner gar nichts sagen. Es reicht ja der Blick. Es reicht ja einfach nur der Blick, die sagt nichts anderes wie, du sitzt jetzt so viele Monate, Jahre vor dem Rechner. Einst gesagt, wie einfach das ganze Thema ist. Und keine Ahnung, ich sehe immer noch keinen beheizten Pool da draußen. Das heißt, dieser Druck selber ist als fortgeschrittener Händler ja immer noch relevant, gleichsam, je nachdem, es wird jetzt in dem Privaten der wenigste Fall sein, aber auch der Druck, dass man mitunter als in einem Büro, wie auch immer, arbeitet und da mitunter der Druck ist, der hat verschiedene Ursachen, aber es sei zumindest der Vollständigkeit halber dann hiermit dargestellt. So, und dieser Druck mitunter, der nicht direkt auf den Trade als solches jetzt Einfluss hat, ja, die sagt ja nicht, die Frau oder der Partner nimmt ja nicht die Hand und sagt, trade jetzt, aber irgendwie ist er halt permanent so immer da, man hält sich in diesem Druck halt permanent auf, der oftmals dazu führt, und das ist immer wieder bei dem Thema Spannung, nämlich, dass man sagt, komm, eigentlich dürfte ich jetzt nur 2 Kontrakte nehmen, aber ich nehme halt mal 3, ich nehme 4, ich nehme 10, ich nehme halt mein wieder nicht der Schuhgröße entsprechend. So, und diese 2 Sachen, auf der einen Seite die Langeweile, ja, ich habe einen Handelsstil, auf der anderen Seite mein Druck, ja, ich dürfte nicht, aber mein Konto gibt es doch irgendwie ein bisschen her, ich kann noch ein bisschen mehr, damit es ein bisschen schneller geht, das löst eine gewisse Spannung halt einfach aus. Und diese Spannung selber, wenn wir uns das anschauen, ich tue euch das hier auch gerne nochmal bebildern, sieht dann halt logischerweise halt so aus, ja, einfach gemacht, der Chart läuft hier irgendwie rein, spielt man keine Rolle, ist jetzt nur schematisch, jeder weiß, was ich meine. So, theoretisch dürfte ich hier, hier und hier handeln, über den Handelstag hinweg, irgendein Schema, das ist dein Handelsstil, den kannst du nachvollziehen, den weißt du, bevor du frühst den Rechner hochfährst. So, und jetzt ist die Phase dazwischen, das ist das Problem. Das ist das Problem. Und zeitgleich hier dargestellt gibt es links und rechts diese ganzen riesen Strömungen. Strömungen meine ich jetzt also redaktionelle Sachen. Da kommt auf Facebook permanent, du sollst long, du gehst short. Dann die 1000 Bücher hier als Buchregal, beziehungsweise etwaige Communities links und rechts. All dieses ganze redaktionelle drumherum, was mich natürlich parallel dazu nachher auch noch losgelöst davon, ich eben, und diesen plus mein eigenes Wissen, ich zwischen den meinen Handelssignalen, die ich diszipliniert handeln möchte, ich eben fachliche andere Sachen sehe, rot dargestellt. So, und jetzt passiert natürlich eins, dass ich logischerweise als Fortgeschrittener, und das ist das Problem, nicht moniere, dass du nicht deinen Handelsstil durchhandelst, weil das mache ich meistens richtig, sondern blöderweise mogeln sich Trades dazwischen, die da einfach nicht reingehören. Das heißt, nicht fachlich falsch ist das, was ich mache, sondern fachlich falsch ist, was ich da noch mit reinschmeiße in den Topf oder in den meinen Handelstag. So, dieses Rote. Und das Interessante jetzt ist, dass in einem fortgeschrittenen Modo, in einem Trading-Anfänger kann ich das nicht vorwerfen, dass er permanent in diesen Themen hin und her flackert. Eben 5 Minuten, dann gucke ich auf 15 Minuten, mache ich da einen Dreh, dann hier mal nach einer Trendlinie und Candlestick und dann nehme ich den und dann übermorgen den Indikator und übermorgen klappert wieder irgendein anderer Indikator. Alles in Ordnung. Aber als fortgeschrittener Händler kann ich an einem gewissen Punkt jemanden etwas vorwerfen. Und das ist sehr interessant, weil nämlich zu diesen 2 Sachen, diese Spannung, wo wir gesagt haben, von oben die Langeweile, von unten die steigende Kontraktanzahl, ich will hier ein bisschen Gas geben, ja, diese 2 Sachen und dann diese fehlende Deckungsgleichheit am Tagesende, jedem klar, was ich meine. Dieser Vorwurf, den man einem fortgeschrittenen Händler machen kann, den kann man sehr lautstark, sehr groß, mit großen Lettern, das lässt sich nur schlecht auf Facebook da irgendwie so rüberbringen, aber man könnte ihn sehr groß daraus posaunen. Nämlich dieser Vorwurf lautet, dass ein fortgeschrittener Händler sehr schnell grenzenlos faul ist. Grenzenlose Faulheit kann man einen Händler vorwerfen, allen voran, wenn er eben Trades fernab seines Handelsstils handelt. Nochmal. Nicht die Faulheit definiert sich dahin, dass du sagst, der sitzt nicht davor. Doch, er sitzt davor. An der Stelle ist nicht die Faulheit, sondern ich kann ihm Faulheit dann vorwerfen und sogar noch grenzenlose Faulheit in dem Moment, wo er Trades auf seinem Konto durchjagt, die nichts mit seinem ursprünglichen Handelsstil zu tun haben. Warum diese Faulheit? Weil hier dargestellt, schaut doch mal auf die Folien, weil während er
diese roten Trades macht, nehmen wir mal an, die gelben wären seine Handelsstils entsprechenden Trades, was immer jetzt der Handelsstil ist, spielt ja keine Rolle. Rot sind die, die nicht da reingehören. Und jetzt kommt diese Faulheit dahingehend, Moment, wo kommen die Trades? Weil neben dem Markt, den du gerade handelst oder gehandelt hast, gibt es ja nicht nur einen, die Folien zeigen es ja hier, es gibt ja noch zig andere Märkte. Das Universum der Aktien ist groß, das Universum der Währung ist groß, es gibt andere Indizes, andere Rohstoffe, bla bla, riesig alles. Und während du auf dein Lieblingssignal ungeduldig gewartet hast und aufgrund deiner Ungeduld irgendwas anderes da durchgeschoben hast, gab es also zeitgleich, Achtung, zeitgleich einen Markt, der sah genau so aus, wie du ihn brauchst. Nochmal. Dein Signal kam, dreht es vorbei, bis der nächste kommt, kann Stunden dauern. Und du guckst auf deinen einen Chart und lügst dir irgendwas jetzt da zurecht. Fachlich vielleicht nicht falsch, aber entsprechend nicht deinem Handelsstil. Zeitgleich gibt es einen Markt, der genau so ist, wie du ihn brauchst. Nur, und das ist der Vorwurf, dass du ihn nicht gefunden hast, dass du nicht nach ihm gesucht hast, sondern dich stattdessen in einem Markt aufgehalten hast, der nicht gerade dein Handelsstil hatte, also ein Signal entsprechend deines Handelsstils hatte und du daraufhin dennoch weiter dort geblieben bist und statt jetzt zu suchen, du, und das ist der wesentliche Punkt, interpretiert hast. Das heißt, der Vorwurf eines fortgeschrittenen Händlers ist also, dass er anfängt zu interpretieren, zu, was er fachlich auch in der Lage ist. Es ist ja nicht Müll, was er da macht, aber er interpretiert halt, statt in anderen Märkten zu suchen. Und dazwischendrin kann man einen Händler durchaus, interessant, wirklich Faulheit vorwerfen. Wir gucken mal auf die Folien hier weiter durch. Das heißt also, in den vielen Märkten jetzt hier links dargestellt, nicht in allen, aber in einigen, jetzt der gelbe Punkt soll das schematisch so darlegen, gab es also auch genau dieses Signal zu genau diesem Zeitpunkt, wo du oben rot das nicht zu dir gehörige Signal hast. Das heißt, du hättest auf dem Konto mitunter durchaus ganz andere Märkte noch einfach mit reinholen können, sprich handeln können. Gut. Soweit erstmal dazu. So, das ist also das Thema, was einem fortgeschrittenen Händler, hier stehen wir auch als Folie, fortlaufend jetzt beschäftigen müsste. Es ist eine neue Hürde, eine neue Liga, eine neue, er ist jetzt in einer anderen Ära unterwegs. Und diese Ära heißt, ich muss aufpassen, dass ich, statt zu interpretieren, suche. So, und dann gucken wir uns das mal in den Folien hier an. Moment, wie kann man das hier machen? So. Jetzt ist natürlich die Frage, wonach sucht man denn eigentlich? Das ist eine wirklich spannende Frage, weil auf der einen Seite haben wir ja, was den Handelsstil betrifft, und wenn wir den ein bisschen aufklappen, können wir das ja in verschiedene Stufen durchklappen. Wir könnten theoretisch nach der Großwetterlage suchen. Wir könnten ja auch nach der Handelsausrichtung suchen. Entsprechend meines Trades habe ich Trends, Bewegungen, Ausbrüche. Oder aber suche ich eben nach den jeweiligen Einstiegen, die sich dahinter einfach ergeben. Ne? Das heißt, diese reine Art und Weise, wie man sucht. Okay, sicherlich markttechnisch gesehen würde man eher erstmal nach den Großwetterlagen suchen und danach eben nach den entsprechenden Möglichkeiten innerhalb deiner Handelsausrichtung, sei es drum. Wichtig ist, dass man halt, darum geht es, sich eben, und das ist vom Vorteil Stück für Stück, anfängt, sofern man es nicht von Haus aus gemacht hat, anfängt eben mit mehreren Märkten auseinanderzusetzen. Und diese mehrere Märkte müssen ja jetzt nicht gleich 3000 sein. Das würde ja schon mal reichen, dass ich statt einen Lieblingsmarkt vielleicht 10 oder 20 habe. Auch ganz geht es sich für Intraday-Handel, auch völlig gibt es genügend Märkte, ein paar Rohstoffe, ein bisschen die Indizes mit rein, ein bisschen Nasdaq, ein bisschen den Dow, dann hast du noch den DAX und dann noch ein, zwei Indizes, ein bisschen den Bund Future und dann noch zwei, drei Währungen. Du bist ganz schnell bei 10, 15 Märkten, die du so rotierend mal so anschauen kannst. So. Oder aber natürlich, je nach Zeiteinheit, die man handelt, das ganze Universum der Aktien natürlich sowieso mit einherholen. So, und dann ist es so, man tut natürlich in diesen, hallo, ich habe mehrere Märkte, anfangen eben da ein bisschen durchzusuchen. Und das wiederum geht bei einem Trading-Anfänger natürlich nicht. Ein Anfänger ist, also aus meiner Sicht jetzt, ich betone es, meine persönliche Sicht, ist es nicht sehr hilfreich, einem Anfänger 1000 Märkte zu geben, weil was soll er damit jetzt? Ja, mit dem einen kann er es nicht, mit den 1000 kann er es nicht. Da stochert er halt da in anderen Märkten rum. Also er hat ja gerade ganz andere Probleme. Er muss überhaupt erstmal mit dem Chart zurechtkommen und da nützt ihm die Anzahl, die erweitert wird, am Anfang auch noch nicht viel mehr.
Je länger du dabei bist, wie gesagt, sieht die Welt halt anders aus. Und jetzt muss man sich das vorstellen. Ich habe jetzt hier keine, wie so eine Fotokiste. Jeder kennt das heutzutage im Handyzeitalter, gibt es das vielleicht kaum noch, aber früher gab es ja wirklich, wo man noch Fotos ausgedruckt einfach hatte, gell? So. Und jeder kennt diese Kisten, die im Ursprung, man nimmt sich jedes Wochenende vor, ja mal ein Fotoalbum werden sollten oder sollten. Aber am Ende irgendwie ist das eine Riesenkiste, 1000 Fotos drin. So, und jetzt darf man natürlich eins nicht vergessen oder nicht einen den Fehler machen, den man dann oft bei den Fotos macht. Und Foto suchen ist ein sehr schönes Beispiel und da hat man was Bildhaftes im Kopf. Jeder kennt also die Fotokiste und dann nimmt er jetzt ein Foto raus und sagt, oh, das war auch, das war Ostern, Ostern, was weiß ich, 1900, na. Und oh, ach, guck mal hier, die Frau, oh, guck mal und der. Und auch, oh, guck mal die Kinder, auch, oh, guck mal, wie klein sie waren. Oh. Zu jedem Foto gibt es also eine Geschichte. So, und diese Geschichte ist ja nichts anderes, wie dass ich anfange, das Foto zu interpretieren. Das fällt mir ja auch leicht, weil ich kann eben zu jeder Foto irgendeine Geschichte, zu jedem Foto eins erzählen. Nur ich komme halt nicht durch und Schluss. So, und ich darf natürlich nicht auffangen, genau dass mir das passiert, wenn ich anfange, mit mehreren Märkten zu handeln. Nämlich, dass ich dahergehe und jetzt die vielen Märkte, wie jetzt jedem Markt die Geschichte erzähle. Beziehungsweise mir die Geschichte erzähle, indem ich sage, oh, guck mal, der Markt, und jetzt fange ich an. Was weiß ich denn alles? Oh, Fibonacci, Trendlinie, bla bla. Und jetzt fange ich an, da eben rein zu interpretieren. Fachlich vielleicht richtig. Okay, bin fortgeschrittener Händler, wird es jetzt nicht ganz Panne sein, was ich da drin rummache, aber es hat mit meinem Handelsstil nichts zu tun. Will also heißen, im Großen und Ganzen muss ich anfangen, so wie es die Folien auch darlegen, die Märkte ein Stück weit zu sortieren. Ich muss also ganz konkret wissen, wonach ich suche, in der Regel nach der Großwetterlage, die ich sage, ich brauche die und die Marktphase, das ist Grundbedingung, damit ich überhaupt im Nachgang da drin auch mal ein Trade finden kann. Gleichbedeutend mit unserer Fotokiste, wo ich sage, pass auf, ich suche jetzt nicht irgendein Foto, ich suche das Foto zu Weihnachten. Und da wiederum Weihnachten, alles klar, da war ein Weihnachtsbaum drauf. Ich brauche ein Foto mit dem Weihnachtsbaum. Das ist mein Merkmal am Anfang. Grüner Weihnachtsbaum. Und jetzt gehst du die Fotos durch. Da ist ein Auto drauf, kann es nicht sein. Hier ist Strand drauf, kann es nicht sein. Hier ist ein Haus drauf. Hier ist ein Baum drauf. Ah, falscher Baum, weil Baum im Wald. Nächstes, Baum im Wohnzimmer, das könnte Weihnachten sein, falsches Jahr. Das heißt, ich brauche 1, 2, 3 Merkmale, wonach ich suche. In der Regel, betont es nochmal, ist es die Marktphase entsprechend meines Handelsstils, vielleicht nicht unbedingt gleich nach dem Einstieg, weil das Einstiegssignal kann ja da sein, aber vielleicht ist die Marktphase noch nicht stimmig. Also suche ich nach dem obersten Kriterium und gehe diese Märkte halt schnell und zügig durch. Und schnell und zügig heißt, ist die Marktphase da, ja oder nein? Ist der Baum auf dem Foto, ja oder nein? Es gibt kein Zwischendrin. Baum drauf, ja oder nein? Schluss. Und dann kann man sehr schnell, sehr zügig, und das ist ein interessanter Lerneffekt, aha, das macht einen Arbeitsstil unter anderem aus, unter anderem, das Thema Arbeitsstil ist sehr individuell, sehr breit gefächert, aber unter anderem eben, wie geht er mit einer hohen Anzahl oder mit einer höheren Anzahl am Anfang von Märkten um? Nicht was sucht er, sondern wie geht er mit der Fotokiste um? Ich will nicht wissen, was du suchst. Sag mir mal, wie du das alles generell machst. Hochspannend. Gibt es kaum Foren, gibt es auch wenig Webinare, gibt es gar nichts dazu an der Stelle. Wie gesagt, ich habe 1, 2 Bücher dazu geschrieben, jetzt die Händlerreihe da an der Stelle. Aber ich möchte ja den Gedanken einfach versuchen, nur mal mit Bekleiden einfach mit in die Runde hier zu schmeißen. So, das heißt also, wenn man anfängt zu suchen, jetzt gehen wir die Folien hier mal weiter. Moment, wo haben wir es denn? Kommt ja noch was Zweites hinzu, nämlich, dass wenn ich, achso, eins zurück, Entschuldigung, schaut mal, hier zu dieser, hier nochmal. Das heißt also, dieses Thema Langeweile, Aktionismus ist ja dahingehend auch ganz schnell ad acta, nämlich wenn man sagt, wow, jetzt kommt mein Signal nicht, aber dieses Suchen, erstens macht es wahnsinnig Spaß, zweitens kann ich die Suche noch und nöcher ausdehnen, je nach Handelsstil, mehr auf die oder mehr auf jene Märkte. Das heißt also, das Thema Langeweile kann ich ganz schnell gegen eine neue wesentliche Eigenschaft im Trading einfach ersetzen, nämlich, dass ich Spaß habe an einer hohen Anzahl von Märkten, die ich Stück für Stück durchsuche. Und in dem Moment, wo ich viel suche, werde ich vielleicht auch viel finden oder zumindest auch mehr finden. Und dieses mehr finden löst ja unter anderem eine Baustelle, die ich als fortgeschrittener Händler habe oder könnte eine Baustelle lösen, kann man auf verschiedene Weise lösen. Es ist eine Art von Lösung. Ich betone es. Ich bin jetzt hier keiner, der sagt, es geht nur so. Gibt nur Gedanken einfach mit und jeder muss sich das selber ein bisschen zusammensuchen. Nämlich in dem Moment, wo ich viel finde,
oder zumindest viele Signale, der Anzahl ich jetzt handeln könnte, müsste ich mir auch überlegen, wow, ich könnte jetzt zeitgleich 5 Signale handeln. Irgendein Beispiel. 5 Signale habe ich jetzt gefunden, hier und jetzt. Das ist ja dahingehend dann spannend, weil ich jetzt so ein kleines bisschen das Thema des Geldmanagements, des Risikomanagements, generell der Art und Weise, wie viel stecke ich in eine Position und wo setze ich den Stop rein, fachlich ein bisschen anders herangehen kann, weil ich einen weiteren Baustein nämlich reinhole, nämlich den Baustein der Diversifikation. Das ist hiermit gemeint. Schaut mal auf die Folie. Das klassische Geldmanagement, nur mal grafisch dargestellt, ja, also wenn ich gar nichts riskieren möchte, links dann null, dann mache ich mein Konto wieder zu und die Elena kriegt meine Kontoauflösung, bringt nichts, das macht der Elena keinen Spaß und allen anderen keinen, ich kann mich aber auch am rechten Band aufhalten, das heißt, ich riskiere alles, das heißt, ich nehme meinen Stopp raus und das war's und guck mal, was draus wird. So, und das Geldmanagement im weitesten Sinne sagt ja jetzt, wie weit du von der Null beziehungsweise von den 100% weg bist, ja? So, okay, der eine sagt 2, der andere 3. Ich persönlich bin da kein Freund davon. Natürlich muss man sich irgendwo definieren, aber es ist aus meiner Sicht zu Beginn völlig egal, ob du 1,7, 2 oder wegen mir 3 nimmst. Das ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, dass wenn du dich auf eine Zahl festgelegt hast, und das ist aus meiner Sicht am Anfang völlig scheißegal, ob du dann 0,1 oder 1 oder 7 oder es ist völlig, halt dich erstmal dran, lerne dich dran zu halten, weil wenn du dich nicht dran hältst, dann ist auch die Definition oder die Diskussion von, ob es nun 1 oder 2 sein sollen, ist das völlig irrelevant. Das ist ja, hat sich ja dann in nichts aufgelöst. Dran halten. Okay, und im Idealfall halte ich mich an eine Zahl, die vielleicht nicht gerade bei 10% liegt, was ich pro Trade riskiere. Dann habe ich ja ein bisschen gesunden Menschenverstand mit der Absicht, es wirklich umzusetzen, mal kombiniert. Und wenn ich schaffe, es mich auf mich selber zu verlassen, dann kann ich natürlich auch gerne mal ein bisschen Feintuning machen. Und bei diesem Feintuning hier jetzt in der Grafik, das bringt sehr schön auf den Punkt, ist natürlich das Risiko pro Trade der entscheidende Punkt. Aber es sind noch 2 andere Sachen, die mit eine Rolle spielen. Betone es, wir sind beim fortgeschrittenen Händler. Das muss man wirklich betonen, weil beim Anfänger eben die 2 anderen Punkte überhaupt keine Rolle spielen. Also die spielen zwar eine Rolle, nur man braucht sie nicht erklären, weil er dafür jetzt weder offen ist, noch das irgendwie verstehen kann. Völlig normal. Auch in Ordnung so. Nehme ich die 2 Faktoren, der Rumrutschfaktor. Der eine oder andere, der die Bücher gelesen hat, wird vielleicht wissen, was ich damit meine. Ich sage aber 2 Sätze gleich dazu. Und das Thema Diversifikation. Nämlich, wenn ich auf einmal statt einen 5 Trades machen kann, ja hurra, dann werde ich doch mitunter statt eben, ich sage jetzt irgendwas, 100 Stück, die ich vorher gehandelt habe, jetzt habe ich 5 Signale. Jetzt würde ich vielleicht nicht 5-mal diese 100 Stück nehmen, sondern ich würde vielleicht mit der Positionsgröße ein Stück runtergehen und statt an einem Spieltisch, um diese Spielbank, also diesen Bild da zu haben im Kopf, statt da einen grauen Jeton drauf zu schmeißen, wo ich sage, wow, guck mal, ich habe 5 Signale an 5 Tischen, dann lass mich mit der Positionsgröße generell runtergehen und lass mich 5 Stück zeitgleich handeln. Das ganze Thema Korrelation und so, was da einhergeht, das lassen wir alles außen vor. Ich betone es, es geht wirklich nur um die Grundidee dahinter zu nehmen. Was ist da gerade aufgefallen? Hallo, nur zur Info. Michael Vogt, Webseite www.händler.com.de. Ja, richtig. Nee, komm, muss es heißen. Also nicht .de. Weiß nicht, wo steht denn .de? Okay, also es muss hinten kommen heißen, ja. Ich weiß nicht, wie jetzt auf die Ehe kommt. Vielleicht steht das irgendwo falsch. Ich sehe es jetzt hier gerade gar nicht. So, zurück zu unserem Rumrutschfaktor Diversifikation. Lasst uns 2 Sätze dazu sprechen. So, übrigens im Händlerband 4 ist das sehr ausführlich, wer es nachlesen möchte, beschrieben. So, in dem Moment, wo ich aber jetzt, Achtung, mit mehreren Positionen handel, betone der Werdegang, ich möchte Langeweile und das Geldmanagement, das ist die zwei Ausgangspunkte, das ist das, was Absicht und Verhalten nicht deckungsgleich macht, das ist der eine Seite und dem Moment, wo ich feststelle, wow, ich tue zu viele Trades dazwischen schießen, wäre doch der Gedanke heilsam, mehrere Märkte mal gleichzeitig zu machen, weil ich dann eben nicht aus Langeweile trade, sondern weil in dem Moment, wo ich einen Trade mache, der nicht meinem Handelsstil entspricht, einen Markt gab, nur du hast ihn nicht gefunden, der genauso aussah, wie du ihn brauchtest. Ah, okay, ich handle vielleicht mehrere Märkte.
das Universum, bedrohen es, ob klein oder groß, sei es mal drum, es geht nur erstmal um den Gedanken. In dem Moment, wo ich mehrere Märkte zeitgleich handle, kann eins passieren, nächster Schritt, dass ich auch mehrere Signale zeitgleich finde. Und in dem Moment, wo ich mehrere Märkte zeitgleich finde, es mitunter auch sein kann, dass ich jetzt über etwas, ich will es nur anschneiden kurz, ich über etwas stolper, was den Unterschied macht zwischen zwischen dem investierten und dem riskierten Kapital. Aufgrund der Zeit werde ich das jetzt kurz hier, lasse ich das jetzt mal hier das Beispiel weg. Da kommen wir nämlich jetzt nicht ganz durch, aber ihr könnt ja die Folien runterladen. Da ist das mal kurz dargestellt. Der kleine Unterschied zwischen investierten und riskierten Kapital. Das lasse ich jetzt für die Sekunde wirklich weg. Hinten vielleicht noch ein paar Fragen eher beantworten. Die Folien, wie gesagt, ihr könnt sie ja runterladen. Dann habe ich hier ein Beispiel. Über dieses Thema, wie gesagt, werde ich zwangsläufig stolpern, was nicht schlimm ist. Ich muss das im Kopf nur mal weiter gedanklich durchmachen. Ich überspringe mal das Beispiel jetzt wirklich. Aber was ich nicht überspringen möchte, ist das Thema Rumrutschfaktor, was ja das dritte Ärmchen dessen ist, was in diesem Dreieck, was ich eben gemalt habe, aufgreift. Jeder hat ja für sich, als Anfänger hat man eine vage Vermutung, als fortgeschrittener Händler eine sehr konkrete Vorstellung davon. Ist nicht mehr was Vages und keine Vermutung, man hat eine konkrete Vorstellung, ab welchem Betrag in Euro oder Dollar ich anfange, wie es der Begriff hier sagt, rumzurutschen. Das heißt, rumrutschen klingt jetzt echt ein bisschen blöd, etwas fachlicher ausgedruckt wäre, wo ich nicht mehr anfange, objektiv den Chart zu bewerten, nicht mehr objektiv den Trade bewerte, sondern ich den Trade erlebe. Ich tue ihn subjektiv erleben. Das ist das nasse T-Shirt. Das heißt, fachlich ist da zwar da, okay, hätte ich nur einen Kontrakt, nur ein CFT, würde ich dieses ganze Fachliche auch sehen, aber jetzt bin ich Positionsgröße so tief drin, nicht der Schuhgröße entsprechend, und Schuhgröße sei jetzt nicht das Konto, sondern mein persönlicher Rumrutschfaktor, der mit dem Konto gar nichts zu tun hat. So, während das Geldmanagement sagt, du sollst so und so viel Prozent von deinem Konto nehmen oder könntest du nehmen oder es wäre gesund, nur das zu nehmen, kann es ja dennoch sein, dass das, was die Excel-Tabelle sagt, dennoch für dich als Mensch ungesund ist, weil immer noch zu hoch. Kann sein, muss nicht, kann. So, das heißt, laut, du hast auf dem Konto 10 hoch 7, 10 hoch 8, du dürftest, keine Ahnung, locker mal 20.000 mal eben so wegschmeißen, das wäre völlig in Ordnung, aber es kann sein, dass du bei 500 Euro im Minus schon das Schwitzen kriegst, dann nützt dir auch dein ganzes Geldmanagement auf der anderen Seite halt nichts, ja, weil du den Händler einfach so gesehen, er quält sich einfach nur. Die Excel-Tabelle ist das eine, du, dein mentales Mäntelchen ist etwas anderes. So, und es ist sehr, sehr sträflich, wenn ich als fortgeschrittener Händler eben diesen Rumrutschfaktor Stück für Stück weiß. Und jeder fortgeschrittene Händler hat diesen Betrag im Kopf, nicht auf den Euro genau, nicht auf die Kommastelle, aber man sagt, der eine sagt, oh, du, pass auf, wenn ich 500 Euro hinten liege, oh, da fange ich echt an und kriegst Schwitzen. Der Nächste, der hat 5.000 verloren, geht hier aus der Tür raus, hat es vergessen. Der Nächste sagt, du, mich interessieren 10.000 nicht. Der Nächste sagt, du, bei 100 Euro, was auch immer. Jeder hat diesen Betrag. So, und wichtig ist, dass man ja erkannt hat, dass wenn mich der Trade hinter diese Wand spült, also hinter den Rumrutschfaktor, dann ist zwar alles fachlich falsch, was ich mache, menschlich richtig, aber fachlich falsch. Also ist die wesentliche Frage, warum lasse ich es zu, dass ich mich selbst hinter diese Wand spiele, an der menschlich alles richtig ist, was er da macht, ist völlig nachvollziehbar, aber nachvollziehbar, aber fachlich ist es halt falsch, was er macht. So, und das ist der wesentliche Punkt, dass man da überlegen muss mit dem Rumrutschfaktor. Das ist ein großes Thema auch hier. Wie gesagt, der Händlerband 4, der tut sich diesem Thema sehr ausführlich und sehr detailliert widmen. Das ist etwas, wo man als fortgeschrittener Händler aufpassen muss. Was aber, jetzt zurück zum Thema Diversifikation. Aha, ich handle mehrere Märkte, zumindest suche ich in meiner Fotokiste viele Märkte durch, finde dann vielleicht auch einige Signale, die ich hier und jetzt handeln könnte. Und in dem Moment, wo ich ja die Positionsgröße auch runternehme, tut sich ja von Haus aus schon auch der Rumrutschfaktor reduzieren, vorausgesetzt ist jetzt immer noch fachlich den sauberen Stop nach wie vor. Das heißt, mit dem Thema Diversifikation tut sich auch dieses Thema, ganz einfach gesprochen, kann man ganz lange aufklappen. Früher, jetzt habe ich keine mehr, hatten wir auch immer viele große Seminare allein zu diesem Thema. Kann man viele Tage sich aufhalten. Wie gesagt, ich möchte nur einfach den Gedanken mal mit einhernehmen. Tut sich auch das Thema Rumrutschfaktor ein ganzes Stück reduzieren. Das heißt also, zurück zu unserem Ausgangsfolie. Wir haben also den Anfänger mit seinem Problem.
Ja, können wir nachvollziehen. Und wir haben den Fortgeschrittenen. Und den Fortgeschrittenen, hier sehen wir es nochmal schön in dieser Grafik, kennzeichnet eben neben der persönlichen auch die fachliche Entwicklung und neben dem Handelsstil, den wir alle haben, dann die eigentliche neue, viel größere Baustelle. Und die ist wirklich viel, viel größer, wie den Handelsstil Stück für Stück zu kriegen. Der Handelsstil ist zwar ein langer Prozess, aber im Grunde am Ende genommen ja fachlich kein komplizierter mehr. Weil ja interessanterweise, je länger ich dabei bin, mein Handelsstil ja nahezu dem gleicht, wie ich am Anfang angefangen habe, nämlich nach einer ganz simplen Logik, nur dooferweise oder interessanterweise, jetzt kommt ein bisschen die Markttechnik mit rein, stimmt halt die Großwetterlage, also das übergeordnete Wo ist stimmig und das Wie ist im Grunde bis dahin zur fachlichen Unschärfe sowas von ungenau, fachlich unscharf jetzt beispielsweise, dass es eigentlich, wie man so schön sagt, locker auf einem Bierdeckel passt und das würde auch stimmen, fachlich deswegen nicht falsch sein. Nur ist die eigentliche neue Baustelle eben, wie kriege ich diese Sachen jetzt mit meiner persönlichen Entwicklung ein kleines bisschen deckungsgleich und das ist nicht mehr ganz so einfach. Da muss ich jetzt wirklich schon an diesem persönlichen Arbeitsstil einfach mal anfangen zu arbeiten und das macht dahingehend, wie gesagt, Spaß, weil jetzt das ist den Arbeitsstil kann man niemals kopieren. Mein Arbeitsstil wird nie derselbe sein wie von Ihnen und der von der dazu hört im Vergleich zu dem anderen. Nichtsdestotrotz sind das halt dahingehend schöne Themen, weil sie weg vom Chart sind und dennoch sehr, 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 sehr konkret. So. Gut, so und dann passiert natürlich Folgendes, ganz kurz, das zum Abschluss dann und dann auch gerne ein paar Fragen, wir müssen ziemlich genau hier aufhören, dann kann sich anfangen noch das Thema Marktneutralität einherzunehmen, weil wenn ich anfange zu suchen, werde ich ja mitunter nicht nur Long, sondern stellenweise auch Short-Signale fachlich richtig parallel halt finden. Mein Kunde könnte sich also, ganz einfach aufgemalt, also in Long und in Short-Position zeitgleich auf verschiedene Märkte einfach äußern, oben habe ich mein Konto an einem Beispiel eine gewisse Bargeldreserve und jetzt habe ich links und rechts halt wie so ein paar Ohren dran meine Suchlisten. Ich habe also gewisse Listen, die ich durchsuche. Aus diesen Listen wiederum kommen gewisse Sortierlisten. Aha, ich habe nach meinen Marktphasen durchsortiert. Da ist das Signal noch nicht da, aber es sieht schon gut aus, dass das bald kommt. Und jetzt habe ich auf der Long- wie auf der Short-Seite meine Suchlisten. Die Suchlisten sind auf der Long- und auf der Short-Seite sicherlich gleich, aber die Sortierlisten im Nachgang nicht mehr. Und dann kann es einfach sein, dass ich eben auch auf meinem Depot, wenn ich anfange, diversifikativ zu handeln, jetzt mal weg, rein nur von Indizes oder so, sondern hinzu, ich verhandle verschiedene Werte, Aktien beispielsweise, dann habe ich halt ein paar Long, ich habe ein paar Shortlisten, ich habe auch viele Märkte drin, wo ich offene Orders habe, wo ich mich einstoppen lasse, einskalieren lasse, aha, die Orders sind draußen, der Markt ist aber noch nicht dran und dann sieht auf einmal so ein Depot, so ein Ablauf über den Tag ganz anders aus, wie man es vielleicht handelsüblich kennt. So, die Folie überspringen wir, das schaffen wir jetzt nicht mehr. Und dann sind wir eigentlich hier an der Stelle auch schon im Großen durch. Gerne ein paar Fragen, wenn es gibt hier die Abschlussfolie. Wie gesagt, sie bringt es halt schön auf den Punkt, auch wenn das jetzt so nicht wunder, was mal ist von den Grafiken her, aber es spielt keine Rolle. Anfänger, Fortgeschrittener, das ist die Kreation des Handelsstils. Und als fortgeschrittener Händler ist neben vielen Baustellen deine Hauptbaustelle die Entwicklung eines Arbeitsstils. Wow. Gut, dann wäre ich, was mich betrifft, eigentlich im Großen und Ganzen soweit, was das betrifft, durch. Hier könnt ihr gerne nochmal, wenn es interessiert, meine Kontaktdaten abrufen. Der Händler.com, da haben wir das, jetzt weiß ich, woher das der Kollege meinte mit dem DE. Beziehungsweise wir haben das Markttechnikforum da, groß zu den Büchern auf Facebook. Instagram, ja, das ist so eine neuartige Geschichte. Jetzt bin ich jetzt auch seit kurzem. Du bist total hip. Du bist total hip, Michael. Ja, ich bin auf Instagram, wow. Na wie gut, ist es denn aber, mit TikTok? Nein, die Tochter hat es, ich selber nicht, gell? Vielleicht kommt das aber irgendwann auch noch. Gut, also, ja, wäre ich von meiner Seite auf die Stunde soweit gerne durch, kurz mal die Tür aufgemacht, die Fackel reingeworfen im Sinne des, was könnte ein Arbeitsstil sein und was ist der Ursprung? Denken wir das in dieser einen Stunde ganz kurz mal beleuchtet zu haben, was die auch, vielleicht hat es der eine oder andere nur in anderen Worten auch gedanklich, wo er sagt, ja, irgendwie kursiert das bei mir auch gerade so rum und der eine oder andere freut sich, dass es hin und wieder einfach mal in Worte gefasst oder in einer Grafik zusammengefasst kommt. Und gut, ansonsten, wenn es Fragen gibt, gerne, ansonsten bin ich soweit durch. Elena. Also soweit sehe ich keine Fragen. Ich hätte auch keine. Ich fand es sehr ausführlich und gut nachvollziehbar. Insofern ganz herzlichen Dank. War uns eine große Ehre, dich bei uns zu haben. Super. Der Händler. Genau so ist es. Dann bedanke ich mich, Elena. Wir hören uns ja sowieso bei dem einen oder anderen Projekt, was dann ansteht. Genau so ist es.
Ich wünsche den Teilnehmern viel Spaß jetzt noch in den weiteren, was da einfach kommt. Geht ja noch 2 Tage. Elena, dir einen lieben Gruß. Und dann Dankeschön. Zurück ins Hauptstadtstudio.